wunderschönen guten Abend. Wir treffen uns heute wieder hier auf X-Mage mit meinem Naya Burn. Leicht verändert, sage ich gleich was dazu. Tolle Hand, gefällt mir super. Die behalten wir. Krimlau und Mansa flog raus. Und wir spielen gegen Leyline. Runde 1, Handkarte. Warte. Ja, nein, natürlich gleich auf der Stadthand mit der Leyline. Nun gut, dann sind wir ganz froh, dass wir unsere kreaturenlastige Hand mit Attackers Command behalten haben. Und müssen ihn dann so runterprügeln. Wie gesagt, Lao Mansa flog raus. War bisher in meinen Testspielen ist nie so ausschlaggebend toll. Wie auch immer. Einige schwören auf ihn. Klar, mit Lingering Souls kann er schon einiges wegballern, aber er hat bisher nie was mit mir gerissen. Er flog auch immer als erstes beim Boarden raus. Stattdessen ein Attackers Command mehr. Jetzt 4 Stück drin. Ansonsten Sideboard flog. Na super. So eine beschissene Scheiße. So, Just one of them. Okay, klasse. So, muss ich kurz nachdenken. So, das heißt also... Wenn ich jetzt angreife... Power. Jetzt schon Attackers Command. Eine 6 Schaden. Boah, klingt gut. Eidolon. Wäre meiner Meinung nach noch besser. Na, wir greifen erstmal an. Im Sideboard flog Relic of Progenitus raus. Dafür kam Rending Volley rein. Und ein Core Firewoger wich einem Dragon's Claw, einfach um da etwas Varianz reinzubringen, das dem Gegner nicht so einfach zu machen, dass wenn er seine Path reinhaut, dass ich auch im Notfall noch das Dragon's Claw nutzen kann, um im Burn Mirror irgendwie an Leben zu kommen. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Hier ein Pillow-Deck. Die Kombination ist natürlich sehr ekelhaft. So, wir müssen uns also noch verteidigen. Deswegen Swift Spear. Blockphase Attackers Command. Damage plus 1 plus 1. Kriegen wir nochmal 2 Schaden. Aber er kriegt 6. So. Jetzt wird's wieder weg. Wie bekommen wir ihn jetzt runter? Nächste Runde.
Spielen Goblin Guide, gehen auf 9. So, wenn wir jetzt angreifen, machen Double Strike, dann können wir ihm 6 Schaden reinhauen. Wir gehen auf 7, auf 5 runter. Nee. Den greifen erstmal so an. Er wird sich nächste Runde dann das Eidolon schnappen. Wäre zu überlegen, ob wir... Gut, wir hätten natürlich auch warten können. Na gut, wurst. Dumm von mir. Hätte auch anders ausgehen können. Es war jetzt dumm von mir, dass ich nicht einfach gewartet habe, bis die Kreaturen weg sind. Hier waren so ein bisschen Kreaturen weg sind, dann wäre das Ding auch Fortnite hinterher schön irgendwann angreifen können mit 2 Süßwürm, Goblin Guide und Eidolon. Aber gut. Hier hoffentlich zu Ende ist. So, also er spielt Verzauberung, das drückt die Gravelry rein. Er spielt anscheinend keine Kreaturen. Searing Blaze raus. Draw. Ja, mit Leyline ist natürlich schon so eine Sache. Meine Restkarten bringen alle nix. Wenn wir das was bringen? Nee. Mit was mag ich gewinnen? Ich nehme mal sicherheitshalber einen Firewalker mit. Schutz vor Rot bringt zwar nichts, allerdings dieses rote Mana Eidolon fliegt komplett raus. So dass ich die Zeit habe, auch länger zu spielen. Ja. Gut. Nehmen wir so. Er wird wahrscheinlich einen Mulligan nehmen, wenn ihr wieder Glück habt. Na, nehmt keinen Mulligan, so, aber wir nehmen. Das ist natürlich schön. Kreatur, 2 Destructive Revelry, können wir schön sein. Gut, ich hätte vielleicht noch Smash Those Mithrines. Ja. Wir nehmen keinen Mulligan. Riskant. Aber wir haben... Brauchen wir nicht mal fetchen. Wir haben ja alles wunderbar auf dem Serviertablett. Mal schauen, ob er wieder seine Leyline auf der Stadthand hat. Ja, na klar. Aber das ist uns Wurst. Nämlich wir haben Destructive Revelry. Da
Ich bin schon etwas nervös wegen Samstag. Ein großes Turnier. Frankfurt vom JK Entertainment Store. Wenn jemand da ist, kann er mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht kann man sich ja mal treffen zum Schnacken oder zum Tauschen. Wobei ich ja ungern Tauschkarten mitnehme auf so einem großen Turnier. Ich handhabe das ja eh sowieso, dass ich keinen richtigen Tauschordner habe, sondern einen Ordner für alles. Deswegen nehme ich das Ding eigentlich seltenst mal irgendwo mit. Fängt um 11 an. Sucht mal nach Planet MPG Forum bei Google, dann findet ihr das. Okay, dann findet ihr das Forum und auch im Südteil des Forums sind mehrere Informationen zum Turnier am Samstag. Top 8 wird ausgespielt. Wir sind mindestens zu zweit, eventuell sogar zu viert, die dorthin gehen. Je mehr, umso besser, umso lustiger wird das Ganze, umso mehr kann man mitfiebern. Er wird hoffentlich das Eidolon wählen. Er könnte auch den Goblin Guide nehmen. Er nimmt den Goblin Guide. Finde ich also nicht stark gespielt von ihm. Es sei denn, er weiß, dass ein Burn-Spieler Eidolon raus nimmt aus nach dem Borden. Wenn er on the draw ist. Aber doch eigentlich so viel, um gegen Kreaturen gewappnet zu sein. Naja. Warten wir mal ab, was dabei rauskam. So. Wir spielen Harry hier drauf. Einfach, dass die Karte hier nicht unnütz ist. Bis er seine Lane anlegt, dauert es noch etwas. Seine zweite Leyline, die er im vorherigen Zug gezogen hat. Das geht erstmal auf 14 an. Das hatte er auf der Hand, deswegen verstehe ich nicht genau, warum er Ruined Halo für einen Goblin Guard verschwendet. Gut, er hat mich ausgebremst, klar. Geködert. So, wir müssen jetzt 2 zahlen. Machen wir gerne. Würde an seiner Stelle 2 Leylines legen. Ja, das macht mehr Sinn. Wir können nun 2 zahlen, um Ghostly Prison kaputt zu machen. Anzugreifen. Ich könnte Destructive Revelry und angreifen. Drauf, dann legt er nächste Runde die 2 Delay-Line. Und ich habe nichts gewonnen. Mache ich es hier drauf.
angreifen. Er geht auf 8. Ich kann Zombie Ground Faction sagen. Geht auf 8. Oder ich mache dieses Nebenbridge, weil er wird. So, weil es könnte sein, dass er nächste Runde seine Hand komplett ausspielt und dann könnte ich nicht mal mehr zwei Zahlen, naja gut, hat sich jetzt erledigt. Also hat er genug Mana, 6 Mana offen, durch Nektos. Reicht nicht für Leyline und Ensnaring Bridge, aber es reicht für Ensnaring Bridge und eine weitere Karte, sodass er... Nee, ich kann nochmal angreifen. Zahl die Mana. Er geht auf 4. Ich greife an. Er geht auf 2. Ne, halt, er geht auch auf 2. Kann natürlich jetzt bestraft werden, weil ich zu gierig bin. Wenn er jetzt irgendeine Art von Live-Gain hat, kann ich es nicht verhindern. Dann wissen wir, was er nächste Runde spielt. Geht auf 4, hätte ich es andersrum gemacht. Was ob es andersrum besser gewesen wäre, wenn ich jetzt einen Goblin Guide angegriffen hätte. 2 bezahlt, hätte ich einen 3 Mann offen, Attackers Command, Modus. 3 Leben verlieren und +1/+1, hätte 6 Schaden bekommen, wäre bei 2, wenn es durchkommt. Nein, ich mag nichts ändern. Wäre natürlich ärgerlich, wenn er jetzt zufällig einen Conlust hätte. Oder wir. Da ich es recht spannend fand bisher, mal was anderes. Auf so ein recht passives Deck zu stoßen, ist im Modern Meta momentan eher ja, selten. Ist eigentlich sehr aggressiv, wenig Kombos. Gesehen von Twin. Ich finde es ganz lustig, wenn X-Mage auch so eine Art Turniermodus hätte, dass man Punkte ansammeln könnte, dass da ein gewisser Reiz besteht, die Turniere zu Ende zu spielen. Können wir Ranking-Systeme machen über Avatare, über farbige Namen. Irgendetwas, um da Anreiz zu schaffen, dass die Leute nicht einfach quitten können. Oder so wollen. Nicht, dass jemand unterstellen mag.
Aber es kommt leider doch recht häufig vor. Aber auch trotz allem großes Lob an die Serverstabilität. Da hat sich XMage wahnsinnig verbessert. Auch Wochenends, was früher nahezu unspielbar war, kommt nur noch seltenst zu einem Disconnect.